Hallihallöchen, Leute. Ich begrüße euch mal wieder bei Brave Frontier, heute in der europäischen Version. Und ihr seht schon, die Kamera ist an, heute wird wieder beschworen. Außerdem wird heute ein bisschen über Truppen gelabert. Da gilt vorab, wenn ihr Fragen dazu habt, hey, mein Trupp sieht so und so aus, kannst du mir Tipps dazu geben? Immer gerne einfach in der Beschreibung fragen. Ihr könnt auch gerne irgendwie von eurem Truppen Screenshot machen, den posten. Und dann gebe ich euch gerne Hilfe dazu. Umgekehrt, wenn ihr natürlich coole Ideen habt zu dem, was ich mache und auch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Nehme ich gerne, freue ich mich drüber. Ansonsten, ja, wir sind mal wieder auf der europäischen Version unterwegs. Ich habe jetzt auf der globalen auch momentan herzlich wenig gemacht. Ich habe immer nur Frontier Hunter versucht. Und da im Endgebiet will ich 56.000 Punkte erreichen, um einen Modular Gem zu bekommen, was eine sehr gute Sphäre ist. Und bin immer bei 640 und was hängen geblieben, was mich ziemlich genervt hat. Hab dafür noch Sephias Super Brave Burst freigeschaltet, hat auch noch nicht geholfen. Und bin dementsprechend auch momentan nicht viel aktiv. Bin sonst nebenbei mal am Questen, das habe ich auch momentan noch laufen, weil ich die auf Auto Battle machen kann. Kann ich doch, glaube ich, sogar ein bisschen anleuchten lassen. Juhu, die Kamera geht ja drauf. Was vor allen Dingen, weil ich das dann auf Autobattle machen kann und dann irgendwann den nächsten coolen Bosskampf mit euch machen kann. Aber ja, europäische Version, währenddessen nicht zu vernachlässigen, denn heute um 14 Uhr nachmittags, was mittlerweile überschritten ist, wir haben es jetzt gerade 19.30 Uhr, sind neue Einheiten zu der Beschwörung hinzugekommen, und zwar die zweite Hälfte der Gruppe. Amy, Ill und Mina und Kikuri, und gerade diese Kikuri will ich haben. Das ist momentan Metagame die stärkste Einheit überhaupt. Sieht aus wie eine absolute Trantablette, die irgendwie garantiert heute Morgen Schlaftablette in den Kaffee getan hat. Und zwar gleich mehr davon, aber die ist unheimlich stark, die Erzfeindin von Sephia hier. Was ich ein bisschen frech finde, sie haben die jetzt zusammen in einer Truppe drin. Also es ist jetzt nicht so wie bei Global, wo man, wenn die erste Hälfte kommt, wenn die kommt, auf die höhere Chancen hat, und wenn die zweite Hälfte kommt, nur auf die zweite Hälfte, sondern man hat jetzt auf alle sechs erhöhte Chancen. Und alle neun lohnen sich auf jeden Fall. Amy ist ein unheimlich guter Bosskiller, eine richtig starke Lichteinheit, die man auch wirklich, Lichteinheit sag ich schon, Lightning-Einheit, also Donner-Einheit, die man gut gebrauchen kann, die ich auch echt cool finde von Art her. Ilmina ist ein bisschen sind ein bisschen einzigartig. Die haben nämlich einen Effekt, mit dem sie dafür sorgen können, dass keinerlei Statuseffekte die Truppe mehr befallen können, was durchaus nutzbar ist und durchaus praktisch ist. Und Kikuri ist halt einfach von ihren Werten her unheimlich krass. Und ja, deswegen werden wir heute ein bisschen beschwören. Ich habe mir dafür schon Diamanten bereitgelegt. Oh, Juwelen heißen sie hier. Denn ich will die haben. Ich will eigentlich eine davon haben. Und ich hätte auch gerne Amy. Also drücken wir die Daumen hier. Kräftig drücken. Und mal sehen, was bei rumkommt. Man hat dieser Weise nicht, dass man garantiert eine unheimlich seltene Beschwörung. Oh, das wird schon mal hier rot, sprich 4 Sterne. Und, was jetzt? Rickel, okay, nehme ich auch. Wo bin ich jetzt nicht begeistert von? Habe ich ja auf Global schon eine, auf die ich mich da gut kümmere. Und sie ist auch noch Oracle. Das ist für Rickel beschissen. Denn die hat sowieso schon generell unheimlich wenig Lebenspunkte und viel Erholung. Das fördert sich nicht, die werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Auch wenn sie cool ist, aber das ist leider unheimlich unpraktisch. Vor allem in der Kombination mit Oracle oder Oracle im Englischen. Da versuchen wir weiter, mein Glück. Das ist langweilig. Ah, ich habe schon einen davon. B, der kann nicht viel. Sergio. Er ist nett, aber er ist nicht unheimlich gut. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und. Kotz. Ihr könnt das sehen, das Mikro hier steht vor mir. Wenn ihr gleich so komisches Geräusch hört, dann kommt es wahrscheinlich daher, dass ich einmal reinkotze. Denn Lamia, abgesehen davon, dass ich schon eine habe, ist keine gute Einheit. Die ist halt mehr notgedrungen dabei, weil ich keine andere Dark-Einheiten zur Auswahl habe, aber die ist einfach nicht besonders gut. Kann mit ihr ein bisschen was machen, aber sie ist einfach vor allem auf lange Sicht nicht stark. Es lohnt sich nicht so sehr, sie auszubauen, weil sie halt irgendwann ihren Wert verliert. Ein Sieger. Ist auch nicht weltbewegend stark, finde ich aber cool und wollte ich schon immer einen von haben. Echt, da kann ich gratulieren. Also der ist sowieso auf so Level wie Sergio. So ungefähr vom Können her. Fünffach Angriff gegen einen Gegner ist halt, vierfach Angriff ist einfach nicht gut. Er hält fast nichts aus und erholt sich ja nicht. Er hat halt einen ordentlichen Lebenspunktepool, aber wenn er weg ist, ist er weg. Hat dafür einen guten Angriff und ich finde ihn einfach von der Art her cool. Das ist das Einzige, was es irgendwie rechtfertigt zu sagen. Auch den hätte ich gerne. Und Pixie.
Das ist noch so eine Einheit, wo man gerne ins Mikrofon kotzen möchte. Ich glaube, davon habe ich mittlerweile auch in beiden Versionen einige eingesammelt. Der Leon. Mit dem Kobold, eventuell Pixie Leon. Ist eine totale Crap-Einheit, leider. Ist das einzig Gute, wo er brauchbar ist, ist bei Metallparaden, weil er halt eine annehmbare Anzahl an Angriffen hat. Da kann man mit ihm was machen. Aber abseits davon ist er leider ziemlicher Crap. Rot, rot, rot. Jetzt eine Kikuri. Komm schon. Komm schon, Spiel. Komm schon. Los, los, los. Das wäre so gut. Larion ist an sich eine lustige Einheit, aber auch nicht weltbewegend stark. Ich habe gesehen, dass man den sehr gut einsetzen kann, da er sehr gute Verteidigungswerte hat, auch gute Erholung und so etwas, aber toll finde ich ihn immer noch nicht. Beim besten Willen nicht. Von daher bin ich ehrlich gesagt nicht begeistert. Wird behalten werden, wohl, weil er schon auf Stufe 4 kann man was draus machen, aber Begeisterung ist was anderes. Und hier habe ich heute so gar kein Glück. Bisher also nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Ein paar Sachen, wo ich sage, nett, aber ich nichts, was umwerfen Gutes. Da muss jetzt eigentlich noch mal was Gutes her. Das ist genau das Gegenteil davon. Sasabiss. Das ist neben dem Leon der Inbegriff einer Scheißeinheit. Sis ist in seiner Form. Der ist einfach nur schlecht. Wir sehen hier seine Vier-Sterne-Form und seine Werte hier sind schon schlechter als die von dem Larion, den wir gerade hatten. Und Larion ist eine frei farmbare Einheit, den kann man finden, indem man einfach lang genug bestimmte Gebiete kämpft und da ihn dort bekommen kann. Und der hier ist halt einfach mal noch schlechter. Das Ding ist einfach Crap. Also tatsächlich Crap. Müll. Die Einheit ist... Ringbogentür, das ist jetzt natürlich spannend, wenn jetzt... das wäre gut, das wäre gut. Das würde alles andere vorher wegmachen, wenn jetzt... Und es ist eine Rickel. Ich hätte jetzt gerne die Kikuri gehabt. Weil es würde alles andere, was wir vorher bekommen haben, komplett... Fürst ist okay. Kann ich mit leben. Damit haben wir halt eine gute Boss-Killer-Einheit direkt auf maximaler Evolutionsstufe, was mir auf jeden Fall die Kosten erspart, einen Totem zu farmen. Aber ich muss sie halt auf Stufe 80 bekommen, weil sie gut einsetzbar ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Ich habe momentan, glaube ich, keine Wassereinheit im Trupp. Also an sich wäre das gar nicht mal so schlecht. Wollte die Mega... Ja, drei oder mehr Sterne garantiert. Ja, selten. Mega seltene kommen leider mega selten. Ich will doch nur eine Kikuri. Das reicht ja schon. Und ein Lindwurm. Der ist tatsächlich auch nicht so schlecht. Leviathan, die Wasservariante. Aber da es Felnius noch nicht gibt, bringt mir das auch erstmal nicht so viel. Der wird. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht vielleicht sogar schon mal einen von hatte. Mal schauen. Nee, hatte ich noch nicht. Der ist nicht schlecht. Der wird auf jeden Fall behalten. Dass, wenn die 6-Sterne-Form kommen, lohnt es sich, ihn zu holen und zu nutzen. Aber bis dahin ist er noch nicht so der Hammer. Ich fürchte fast, ich werde mir gleich noch ein paar mehr Juwelen holen wollen. Da ich gerne. Diese Kikuri haben will, die brauche ich quasi für das, was ich vorhabe zu tun. Und wir kommen, der Strategist weiß. Auch das ist eine farmbare Einheit. Weswegen ist also die Hälfte von dem, was ich heute gezogen habe, war halt einfach deswegen Müll, weil ich die Einheiten auch in dem Gebiet hätte farmen können. Stratege weiß, ja, den kann ich farmen. Der ist an sich nicht schlecht, weil der, also, das ist eine Einheit, die man gerade als Free-to-Play-Spieler sogar auf der Global-Version noch einsetzen kann. Seine statistischen Werte sind nicht gut. Aber sein Angriffsbonus ist gut. Das ist, nennt sich hier schon großer Schub. Da gibt es, glaube ich, von ihm noch eine Weiterentwicklung. Mal eben nachschauen, bevor ich mich gleich hinstelle, mir doch noch ein paar mehr Edelsteine hole, weil ich das doch damit doch nicht zufrieden bin mit dem, was wir beschworen haben. Gehen wir mal fix. Wo haben wir ihn? Donnereinheiten. Oh, mein. Ja, genau. Er kann noch mal weiterentwickelt werden. Hätte ich das Material für, müsste ich ihn nur ausbauen. Und dann gibt er wirklich einen guten Bonus. So, ich drehe euch einmal kurz das Spiel ab. Dann, mehr Edelsteine holen heißt ja nur mehr Geld ausgeben und ich will nicht, ohne dass jemand mein Passwort sehen kann. Das muss nicht ganz sein. Also kurz ohne Bild und dann probieren wir das gleich mit der Kikuri nochmal. Ich will Kikuri. Los, 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 los. Mach hinne. Ich wollte mich auch nicht, weil ich gerade aufgeregt und am Aufnehmen bin, nebenbei bei meinem Passwort vertippen. Das hilft auch nicht unbedingt. Aber ja, so viel Glück bzw. Pech kann man halt leider haben. Jetzt blinkt es einmal, das heißt für euch, der weiß, Dinge wurden gekauft. Muss ich noch kurz warten.
Bis das Spiel es schafft, wieder zurück zum Menü zu kommen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob... Ah, es hat sich nicht mehr aufgehangen. Sehr gut. So, da sind wir wieder. Für diejenigen, die sich fragen, wie bezahle ich, weil es ja die einigen gibt, die das schon mit diversen Aufladesachen versucht haben, ich verwende immer PayPal. Damit umgehe ich das Problem, dass zum Beispiel in der Global-Version in Yen gerechnet wird. Und wenn man sich Euro auf sein PayPal-Konto, auf sein Google Play-Konto auflädt, er das nicht möchte, das umgehe ich damit halt einfach. PayPal ist da sehr, sehr annehmlich. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Glück. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Noch eine Rickle. Ich habe tatsächlich jetzt drei verschiedene Rickle-Stufen bekommen. Was absolut überflüssig ist. Anima ist für sie nicht schlecht, weil sie eigentlich sogar mit das Beste, weil sie normalerweise mit Wächter zusammen, weil sie wenig Lebenspunkte und viel Erholung hat. Aber es ist halt so ein, ja, zwei davon kann ich ignorieren, weil mehr als eine ausbauen lohnt sich nicht. Tatsächlich waren Rickle jetzt auch die einzigen neuen Einheiten, die ich aus der neuen Gruppe, die ich heute bekommen habe. Muss doch mal ein Laurent. Toll. Habe ich auch schon mehrere von. Der ist gut. Der ist auch ein ziemlicher Killer. Da er sehr, sehr gute Angriffswerte hat und einen Kampf, Angriff gegen einen mit Verletzten und Schwächeffekt, was gegen einzelne Gegner sehr stark ist. Also der ist auch super zum Boss platt machen. Aber keine Kikori. Und ich möchte doch so unbedingt eine Kikori, denn tatsächlich ist das die Einheit, die ich brauche, um meinen Darkness Squad halt wirklich richtig gut zu machen. Und das war glaube ich, meine erste seltene Beschwörung, die ich jemals hatte, Ilulu. Und die Einheit ist mittlerweile leider auch ziemlich crap. Sie ist an sich, hat einen sehr, sehr starken Angriff. Und einen sehr, sehr starken Brave Burst, aber sie ist der Inbegriff einer Glaskanone. Sie hat zwar viele Lebenspunkte und wird es auch gut zu heilen, aber sie hat halt keinerlei Verteidigung und Lebenspunkte, viel ist auch eher relativ, die gehen auch recht schnell weg. Und das lohnt sich halt einfach auf lange Sicht nicht, weil je weiter im Spiel man kommt, umso mehr muss man sich immer wieder Situationen haben, wo man sich verteidigen muss, weil die Gegner einen sonst in einer Runde zerlegen können und da ist sie halt einfach schlecht. Quite frankly, sie ist schlecht. Oh, noch eine Rickle. Ja, ich glaube, ich kann da einen ganzen Trupp draus aufmachen. Wahrscheinlich haben wir auch bald alle Typen durch. Ja, diese hier ist Brecher. Jetzt fehlt mir, glaube ich, noch eine Wächter-Rickle. Dann habe ich alle. Und Brecher ist für sie auch unheimlich schwierig als Typ, da sie dann noch weniger Verteidigung hat. Rickle ja auch eine Glaskanone. So einen Versuch habe ich noch. Wenn das jetzt eine Kikori ist, dann recht. Bin ich zufrieden mit allem, was vorher kam. Wenn nicht, bin ich jetzt wahrscheinlich ziemlich pissed. Komm schon, Spiel. Komm schon. Und ein BM-Mod. Anima, der ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht das, was ich haben wollte. Tatsächlich ist er mit Abstand nicht das, was ich haben wollte. Also er ist gut, ja, bei VB-Mod rockt ziemlich. Ja, dann, also keine Kokori für Doc Ratti. Ich bin ein bisschen frustriert. Trotzdem werde ich mich ein bisschen mit meinen Trupps beschäftigen. Also das Problem ist, er muss hier raus. Er ist einfach nicht gut. Er hat weniger Lebenspunkte als alle anderen. Weniger Verteidigung als alle anderen. Sogar weniger als hier oben eine Heilerin. Sein Angriff ist super, aber er bringt ihm halt nichts. Er hat auch wenig Erholung. Selbst weniger, ein bisschen mehr als Magrus, aber Magrus ist halt auch kein Inbegriff. Hat halt schon eine schlechte Erholung. Und er ist bei seiner 4-Stufen-Form am Maximum. Ja, es gibt zwar theoretisch gesehen auch eine 5-Sterne-Form, die gibt es hier auf der Europe-Version aber noch nicht. Habe ich also nichts von und dementsprechend muss der eigentlich raus. Und da hätte halt die Kikori hingesollt. Könnte meine zweite Lemia dahin tun, aber die ist halt auch nicht wirklich toll. Und beim Haupttrupp habe ich tatsächlich gearbeitet. Ich habe Aim mittlerweile in seiner 5-Sterne-Form. Ich hatte noch einen Lichttotem irgendwoher. Und habe ihn jetzt hier auf seiner 5-Sterne-Form, die halt gut ist. Also er ist ein richtiger Euch. Man sieht ja seine Attack-Werte, die sind der Hammer. Death und Verteidigung und Erholung kann man leben. Und ich bin jetzt dabei, ihn wieder auszubauen, weil er natürlich noch auf einer schwachen Stufe ist. Lock bin ich am Ausbauen, habe ich mittlerweile auf Stufe 4. Und Lock ist, wie man sieht, von den Werten her der Hammer auf Stufe 4 schon höher als das meiste andere. Von den statistischen Werten her ist Lock einfach ein Biest. Und auch wenn es nicht so aussieht, das ist ein Kerl, das Gesicht sieht unheimlich aus, sowas ist ein männlicher Charakter. Da freue ich mich drauf, wenn ich ihn von auf 5 Sterne vorbekomme, weil er ist halt einfach der Hammer dann. Ich habe immer noch mich noch nicht für einen Ersatz für ihn hier entschieden. Theoretisch gesehen könnte ich da Rickle mitnehmen, da die schon stärker ist als Douglas, vor allem als ein Oracle Douglas.
Das wäre durchaus eine Option. Und ja, meine Heilerin, ich arbeite momentan daran, Elimo als Heilerin auszubauen, da die eigentlich cooler ist als Langsia. Ja, andere Trupps. Hier unten, wie ihr seht, habe ich schon einen Darinjo. Auf Stufe 4, 4 Sterne Form, aber als Oracle. Der wird dann mal ausgetauscht gegen den anderen. Und ja, der ist gar nicht so schlecht, um das mal nett zu formulieren. Man kann den durchaus nutzen. Hab hier oben noch eine Eda, die ist okay. Kann man arbeiten. Hier oben eine Heilerin, die ist eigentlich nicht wirklich toll. Ist nämlich auf Stufe 4, glaube ich, auch auf ihrer Maximalform. Aber kann man, ich glaube, sie heilt auch. Bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Ah, nee, sie erhöht nur Verteidigung und Erholung. Das heißt, das ist eigentlich auch so ein Kandidat zum Austauschen. Könnte ich dann doch den zweiten Larinho drin lassen? Ich habe auch von dieser Eda noch mehrere, aber da will ich nur eine von einsetzen. Und hier unten haben wir Emiya, die habe ich tatsächlich in einem Dungeon gefarmt, zweimal. Deswegen ist das ja auch nur eine Stufe 2 Form, weil man sie auf dem Level bekommt im Stufe 1er Dungeon. Aber ich habe sie mir halt händisch erfarmt. Hier der Feuertrupp. Ich habe mittlerweile einen zweiten Vargas in der Hinterhand, den habe ich aus dem aus den Ehren aus dem Ehren, sag ich schon, aus den, doch aus den Ehren Dungeon bekommen. Und wie ist mein Bildschirm heute gefühlt? Kleiner. Aber und wie täuscht das, weil hier diese mal. Hier sehen wir den Laron, den wir Laron, den wir im Einsatz haben, der bald schon auf Stufe 4 ist. Und damit wesentlich besser. Ich glaube, auch hier werde ich nicht wirklich viel austauschen und auch nicht so viel trainieren. Hier wird es jetzt interessant. Hier habe ich schon Sergio und auch einen Sapphire und einen Mega und er ist halt eindeutig der Schwächste davon. Das heißt, wir tauschen ihn hier garantiert gegen Rickel aus. Frage, wer von euch ist die 5 Sterne Rickel? Hier. Hier, dann müsste das ja die 5 Sterne sein. Stimmt, ja, da sieht man noch ein bisschen größere Arm, oh, ein bisschen größere Gun-Crampen. Ja, das hier ist, da sieht man die Waffe halt besser reinragen. Die kommt hier auf jeden Fall damit rein. Und wird dann trainiert. Und ja, hier sehen wir Elimo, die halt als Heilerin trainiert wird. Denn Langsia gegenüber hat sie einen Vorteil. Abgesehen davon, dass sie Wächter ist und damit entsprechend eine bessere Verteidigung und länger aushält. Sie erhöht, Langsia erhöht den Angriff, sie erhöht die Verteidigung. Und Verteidigung ist für mich wichtiger. Gerade in meinem Darkness-Team habe ich das Problem, dass meine Verteidigung sehr oftmals der schwache Punkt ist. Ja, hier habe ich schon einen Behemoth drin. Dann tun wir da jetzt den großen rein. Denn der ist besser. Wenn wir ihn dann finden. Da. Nee, Lulu habe ich hier, Lock ist hier am Einsatz. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht vielleicht auch einen zweiten Lock hatten. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe aber das Gefühl, ich hätte mal zwei davon gehabt. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier auch, wie ihr seht, noch eine Elulu, die ich hier auch als Anführercharakter habe. Die auch 5 Sterne vor ist, die ist damit stark, aber sie ist halt leider, also die Verteidigung ist halt ein Witz und sie ist auch noch Brecher, damit ist das noch schlimmer. Ich überlege gerade, ich glaube, wir werden ihn hier mal austauschen gegen den Weiß. Den möchte ich mir durchaus hochtrainieren. Der ist wirklich nutzbar. Und ja, mein Lichtteam, Dane geht's echt gut. Ich habe hier oben auch noch eine Atro, die ich eigentlich ausbauen und trainieren will. Da habe ich mittlerweile auch einige von gezogen. Deswegen kann ich der dann Brave Burst super leveln. Bei Kyra in der Mitte, das war auch. Ne, genau, das war meine erste seltene Beschwörung. Elulu war die zweite. Himmelsheilige Athena fing an als Valkyre. Die hier müsste eigentlich einfach nochmal raus, da das ist nur eine heile Einheit, die nicht wirklich gut ist. Könnte ich Saphir endlich mal hier einen Platz finden. Und statt dir, obwohl ich sie lange habe, das Problem ist, die kann halt auch bei Stufe 4 hängen, können wir hier mal Alma, die Wanderin, auch auf Stufe 2, auch händisch gefangen, aber können wir halt da mal ausgiebig hochtrainieren. Und dann landen wir hier wieder bei einer Darkness-Truppe. Ja, so viel momentan zu meinen Truppen. Tatsächlich hat sich das meiste in meiner Haupttruppe getan und daran arbeite ich auch momentan, die auszubauen. Ich denke, zum einen habe ich eigentlich Lust, die hier auszubauen mit den beiden, weil die echt nicht schlecht sind. Und sonst halt die Gruppe hier. Ich werde ihn auf kurz oder lang rausnehmen. Das Problem ist nämlich, Douglas, so cool ich ihn auch finde, hey, Spiel, reagier. Und zwar nicht so, sondern. Jetzt hab ich ihn wieder mal weggetan. Das passiert mir auch regelmäßig, wenn ich hier Sachen klicke. Kann ich ihn mir hier nochmal ausgiebig anzeigen? Ich finde ihn als Einheit super. Das Problem ist, sein Hauptargument ist halt sein Angriffszahl. Und er hat hier in seinem Brave Purse 20 Angriffe.
Aber das Problem ist, richtig gut ist er halt erst auf, wenn er seine 6-Sterne-Form bekommt, die es halt, also allgemein 6-Sterne-Form hier noch nicht gibt in Europe, in der europäischen Version. Und dann Super Breath, weil er dann 30 Angriff hat. Bis dahin ist sein Angriff einfach schwach. Gerade im normalen Kampf mit seinem sehr, sehr geringen Angriffswert macht er halt herzlich wenig Schaden. Und ich habe ihn schon ausgiebig trainiert in der Hoffnung, dass er halt irgendwann mal mehr Schaden macht. Aber wirklich zufrieden bin ich mit ihm da halt nicht. Da wäre es tatsächlich eine Idee zu sagen, wir setzen da hier Rickel rein. Aber die muss halt erstmal trainiert werden. Ich weiß nicht, wie weit ich noch Fusionsmaterial da habe. Da, ein bisschen habe ich sogar. Und drei Rickles, die ich da mit reinfuse, um ihren Brave Burst Level zu erhöhen. Und hier diese Sergius, die eigentlich auch weg können. Wobei ich überlege gerade, doch, ich setze die Rickle jetzt schon mal ein. Normalerweise wäre es sinnvoll zu sagen, ich warte damit, bis die auf einer höheren Stufe ist, um dann zu profitieren, den Brave Burst quasi garantiert hochzubekommen. Aber da bin ich jetzt zu ungeduldig und ich möchte wieder ein bisschen Platz in meiner Box machen, dass ich auch bald mal wieder Metallparaden machen kann. Eigentlich habe ich mich extra eingestellt und habe mir Metal Gods gesammelt auf Vorrat, damit ich dann. Und was? Sie kriegt kein Brave. Okay, das ist dann ätzend. Dann haben sie es in der europäischen Version noch nicht drin, dass man Brave Burst Level nahezu garantiert bekommt, wenn man die gleiche Einheit nochmal rein fusioniert. Das ist bescheiden. Denn in anderen Versionen, also in anderen Versionen geht das halt. So, euch hau ich auch nochmal weg. Und theoretisch gesehen, ich habe hier halt extra drei Metal Gods auf Vorrat. Aber die bringen mir halt herzlich wenig, wenn ich da niemanden habe, wo ich die reinpacken kann. Beziehungsweise ich könnte sie auch hier reintun, klar, aber ich möchte die halt gerne für eine Dunkelheit-Einheit einsetzen, um da das Maximum an Erfahrung rauszuziehen. Elf, leider alles noch sehr, sehr schwach. Hätte, glaube ich, auch für ihn hier ein bisschen was. Und zwar in Form von 1, 2 Ghosts. Die habe ich. Ja, und du kommst auch direkt weg. Dich werde ich eh nie einsetzen. Die habe ich bekommen, indem ich momentan Ehrenbeschwörung gemacht habe. Da sind momentan die Elementarsachen alle drin. Daher vermute ich auch, dass die bald in die Metal Parade mit reinkommen, dass man die auch da bekommen kann. Dass man halt endlich vernünftig seine Einheiten wirklich vernünftig leveln kann, auch seinen allgemeinen Trupps vernünftig leveln kann. Natürlich ja auch direkt mal Stufe 10, immerhin ein bisschen was. Sollte ich noch. Ich glaube, ich habe noch Lichteinheiten. Lightning-Einheiten, oder? Nein, tatsächlich. Ja, wir haben den Sasa, bis der weg kann. Und die hier geben tatsächlich auch Erfahrung. Packe ich hier in Lock rein. Wie gesagt, ich versuche mit allem, wo ich momentan dran arbeite, immer meinen Hauptsquad weiterzubekommen. Ich mache halt auch. Also, ich spiele in der europäischen momentan immer nur sehr, sehr. Wie formuliere ich das? Immer nur ab und zu. Habe ich immer dann, wenn irgendwelche Dungeons da sind, soll ich sagen, ich habe Bock drauf. Am Wochenende habe ich immer recht gut was gemacht, um halt einfach Zell auf Vorrat zu bunkern. Aber wen haben wir von den Feuereinheiten habe ich sonst nur sie im Trupp und die werde ich erstmal nicht weiter leveln. Habe ich denn hier noch nicht gar nichts außer Feuer? Ein da, zwei da. Und hier sieht man den neuen Vargas. Ich glaube, die tue ich mal in sie hier rein. Und du darfst auch weg, weil du bist ja auch doppelt. So, was Doppeltes, was gemütlich weg kann. Ich habe einige der Lightning Totems. Die habe ich halt. Also, das Problem ist, was. Er kann auch noch weg, sehe ich gerade. Und. Na, bei dir bin ich lieber noch vorsichtig, falls ich dich noch brauche. Ja, ich weiß, dass das andere. Beim einen oder anderen auch mal als Frage bekommen, das kann ich auch mal drauf eingehen. Die Licht- und Dunkel-Totems, die man braucht, um Licht- und Dunkeleinheiten auf Stufe 5 zu bekommen, dafür die gibt es kein spezielles Dungeon. Normalerweise gibt es ja jeden Donnerstag Totem-Dungeons. Und das gibt dir einen guten Schub. Auch wenn alles immer noch nicht viel ist, ich bräuchte eigentlich wesentlich mehr. Normalerweise hat man ja hier im Vortex immer Donnerstags Totems und hat halt für die vier Elemente Totems. Das Problem ist, für Licht und Dunkel gibt es da halt nichts. Wenn man da Totems bekommen möchte, muss man Durchläufe einfach die anderen Totem-Runs machen und hoffen, dass man einzelne Einheiten findet. So habe ich zum Beispiel auch mein Aim hier für das Entwickeln machen können, weil ich halt noch ein Licht-Totem da hatte. Und habe bei Dunkeleinheiten momentan das Problem, dass ich halt keine mehr da habe, deswegen auch Micros zum Beispiel nicht weiterentwickeln kann.
Ich glaube, Lemia könnte ich auch noch mal einmal weiterentwickeln. Aber bei der würdest du sichtlich, bei ihm hier würde ich halt unheimlich gerne weiterentwickeln. Weil er da wesentlich stärker wird, aber mir fehlt halt hier das Totem und das ist halt rein glücksabhängig, ob man da welche findet. Ist ein bisschen ärgerlich, muss man aber halt mit leben. Und ja, so viel für heute. Ihr habt gesehen, wie ich mir unheimlich viel Pech beim Beschwören hatte. Vielleicht hattet ihr ja mehr Glück, könnt mir gerne von dem, wie es bei euch lief, berichten. Und ja, falls ihr Fragen zum Truppaufbau habt so, oder Vorschläge, was ich anders machen könnte, bei mir immer gerne her damit. Gerade mit ihm hier bin ich momentan sehr, sehr unzufrieden und muss mir überlegen, was ich daraus mache. Und ja, lasst es mich gerne wissen. Ihr wisst ja, ich quatsche da mal gerne mit euch drüber in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.